mega cool. Kann man da Bilder kaufen? Ja, also die richtigen nicht. Aber du kannst zum Beispiel eben da kannst so Andenken kaufen. Ich bin Mario und ich bin der Götti von Vasco. Hallo, ich bin der Vasco und ich bin 7. Als ich hingelaufen bin, es ist sehr reduziert. Es besteht aus Linien und aus Flächen. Es ist dann noch so ein Strich und so einen. Sieht das wie ein Schäfchen aus mit einem blauen Kopf. Und dann ist ja das da gelb mit hinterher ein blauer Klotz. Beides. Von der Farbe her finde ich es laut, aber von der Komposition finde ich es sehr leislich, sehr dezent. Auf einer Seite, auf der gelben Seite so laut und auf der anderen so leislich. Passen würde es für mich in Japan. Ich würde es in Japan aufstellen, weil ich glaube, das ist auch eine Kultur, die so reduziert ist. Oder an einem Berg zuoberst oben draufgelegt. Und dann hätte ich ihnen mitgeschrieben, zum Weitergeben. Das Schöne an diesen Bildern ist die Reduziertheit auf Linien und Flächen. Und dann sind sie noch rechteckig. Also, ich denke, man kann es fast nicht mehr reduzieren, wenn man dann nachher die Flächen auflösen würde. Dann kommt wie nochmal eine neue Dimension dazu. Ja, ich finde eigentlich alles Kunst. Auch wenn man Mensch zeichnet, finde ich das Kunst. Man zeichnet Strichmännchen, man zeichnet solche Männchen. Im Kopf und da. Das könnte der Grundraster sein von einem Comic. Er wartet darauf, jetzt da seine Geschichte zu erzählen mit diesen verschiedenen Grössen. Die Schwarzen sind so Gummis. Und dann gibt es so blaue Fältchen und Gelli. Und dann die Gummis sind so wie ein Slackline. Und dann muss man da drüber. Und das ganze Museum ist voll dem. Und man kann nur noch ein Slackline nehmen. Du laufst über ein Bild. Was meinst du? Da hinten sind Krokodile. Ich glaube, es hat kein Krokodil in diesem Teich. Was meinst du? Ich glaube auch nicht. Hä? Ich weiß es schon, es hat keinen. Es hat keinen. Aber wäre schon noch gut, wenn es hätte, nicht? Das wäre cool. Wir brauchen jetzt aber gar keine Alarmanlage mehr.